Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Oliver, Promi Koch dich schlank. Mein heutiger Gast ist ein Unikum. Also in der österreichischen Kunstszene ist er absolut unvergleichbar. Kabarettist, Maler, Musiker, Anarcho-Clown, Song-Contestler und. Alf Breuer ist ein Gesamtkunstwerk. Der gerade 50 Jahre alt gewordene Steirer denkt auch jetzt in keinster Weise ans Leise treten, sondern startet jetzt sogar neu durch. Und das nicht zuletzt auch bei uns, denn mit all dem, was sich so in einer Küche abspielt, hatte Alf Breuer bisher nur weniger Mut. Hallo. Ich freue mich sehr. Servus. Tritt näher in mein Reich. Was gibt's da? Heute mal privat geworden, sag's gar nichts. Ja, du, ich vermisse dieses Franzosenkapperl. Ja, es gibt ja den Künstler-Alf und den Privat-Alf. Wir haben sogar getrennte Wohnsitze, wir haben Züge gestritten, jetzt habe ich das getrennt. Und Kochen ist Privatsache, darum bringe ich heute Privatsache. Kochen ist nicht nur Glückssache, sondern Privatsache. Da bin ich ganz bei dir. Wir sind ja auch im Wohnzimmer von allen. Wir kochen heute Koch dich schlank, das heißt, wir schauen, dass wir die Kalorien... Was heißt das, Koch dich schlank? Nein, passt was nicht, nein, oder was? Nein, das hat nichts mit dir zu tun. Ich glaub, das hat eher was mit dir zu tun und für all die, das da zu Hause nachmachen wollen. Aber ernährungsbewusst ist schon ein Thema für dich. Man Nein, gar nicht. Ja. Ich lebe von Tausend, ich lebe ungesund. Nahrungssuche war immer eines meiner größten Probleme. Wieso? Weil ich nicht einkaufe, dann... Okay, teilweise, wenn man eine Freundin hat, hat die Freundin gekocht, aber ich gehe dann irgendwo essen oder gar nicht oder ich kaufe nichts ein. Das war immer ein Problem für mich. Mir ist wichtiger, mit wem ich esse. Es ist wichtiger, mit wem man isst, als was man isst. Das bin ich drauf gekommen. Ja, dann lieber gehe ich mit einem guten Freund auf ein Frankfurter Würstel, als mit einem Vollkoffer auf Kaviar und sonst welche Sensen, muss ich ehrlich sagen. Na, wie gut, dass es bei uns weder Vollkoffer noch Kaviar gibt. Nein, wir sind bodenständig. Sogar meeresbodenständig. Denn genau von dort kommen unsere Tiefsee-Jakobsmuscheln. Die sind zwar eine edle Delikatesse, gleichzeitig aber gar nicht böse teuer. Die werden wir anbraten und dann übergrillen. Serviert wird das Ganze gleich in einer lauwarmen Gurkensuppe. Klingt exotisch, ist es auch. Und gleichzeitig köstlich und lässt die Kilos purzeln. Als allererstes, bitte, lieber Alf, in Sachen Messer und so Utensilien. Mit Kochen kann ich mich gar nicht. Wirklich. Gar nicht? Also schneiden, das würde ich schon zusammenbringen irgendwie. Ja, das machst du schon. Wir müssen die schön, das ist die, weil du kriegst die. Das schön. So, die Seiten bitte, ja. Ein Sparschäler. Das ist ja ein Rasierapparat, bitte. Das schaut fast so aus, gell? Weil es ist ein Sparschäler. Sowas habe ich sowieso nie gehabt. Das muss ich da so... Genau, einfach runterziehen. Aber pass auf deine Hände auf. Ja, schau, Bingo. Super. Das sind Feldgurken und die haben den Riesenvorteil gegenüber diese Salatgurken, die sie im Supermarkt kaufen können, dass sie geschmacklich sehr viel besser sind, also sehr viel intensiver. Kosten die mehr dann? Nein, in Wahrheit sind die fast billig. Ah, sehr gut. Ja, brechen wir hier eine Lanze für die Feldgurke. Und beim Gurkenrasieren stellt sich Alf Breuer gar nicht so schlecht an, wie manche befürchtet hatten. Dabei hat er mit Küchengeräten und sogar Geschirr eigentlich gar nichts am Hut. Ich hab solche Dinge nicht daheim. Ja. Jede Freundin, die zu mir kommt und sagt, Ma, Alf, du hast kein Geschirr, sag ich, du hast da Geld, kauft eins. Aber sag ich immer, wenn wir uns trennen, musst du es wieder abholen. Wenn man viel Geschirr hat, botzt man viel an und wenn man keins hat, braucht man nie viel abwaschen. Aber was ich jetzt ein bisschen, ja, natürlich. Das ist wirklich so bei mir. Aber die Wahrheit ist, was ich ein bisschen aushöre, du bist nicht einfach, oder? Ich bin sehr, sehr grundsätzlich ein bedürfnisloser Mensch. Ich bin in der Hölle gelebt, ich habe meditiert, ich habe mich zurückgezogen. Ja. Aber die materiellen Dinge bedeuten mir nicht sehr viel, muss ich sagen, das meiste drum. Und das ist alles für mich belastend. Besitz belastet mich eigentlich. Und um wieder zum Essen zu kommen, das wird jetzt niemanden belasten. Denn Gurken bestehen ja fast nur aus Wasser und Geschmack und Muscheln fast nur aus Eiweiß und Geschmack. Und darum soll es ja auch beim Koch die schlank gehen. Was ist dein Lieblingsessen? Von der Mama Kärntner Nudeln. Aber das ist schon gut, oder? Aber die macht sie speziell, ich weiß nicht, das habe ich im Lokal noch nie so gekriegt, das liebe ich wirklich. Nein, aber das ist auch eine der größten Herausforderungen für einen Koch, warte mal, ich ramme da weg, den Geschmack von der Mama oder von der Großmutter, je nachdem, ja, der Schwarzenegger, der hat immer gesagt, der Apfelstuhl von der Mama ist am besten. Von der Mama, also, ja, richtig. Ich war Schatzi am Main Wolf. Obwohl wir sonst nicht viel gemein haben, aber da bin ich... So, jetzt halbieren und pass auf, ich schneide vor, du schneidest... Der Länge oder der Quer? Einmal längs, schau mal so. Also so längs. Und sobald die Gurken kleinisiert sind, kommen sie jetzt ohne die Beigabe von irgendetwas bei 100 Grad in den Dampfgarer. Und nun zum Star des Gerichts, den bereits geputzten Jakobsmuscheln. Verwendet werden können diese Schlankmacher übrigens ziemlich ähnlich wie Hühnerfleisch. Ja. Ein bisschen salzen, bitte, wenn das erlebt ist. Und dann haben wir da ein Currypulver drauf. Ja? Das ist ein Golde Elefant. Ich war gerade in Sri Lanka. Du warst gerade in Sri Lanka? Ja, da hat es Curry gegeben und Maus. Ohne Ende, gell? Magst du die Kugel gern? Ehrlich gesagt nicht.
Okay. Das ganze Sri Lanka, das ist Ayurveda. Ich sag dir ehrlich eins, die angeschnittenen Fischschellen am Fischmarkt um 5 Uhr Nachmittag haben noch gesünder ausgeschaut wie die ganzen Leute in dieser Ayurveda-Klinik. Dabei ist Ayurveda ziemlich ausgeglichen. Dass es sich dabei um eine vegane Ernährungsform mit Alkoholverbot handelt, ist übrigens falsch. Über unsere Jakobsmuscheln streut Alf noch ein wenig Pulver der edlen Currymischung Goldelefant. Dieser Satz klang jetzt irgendwie sehr elitär. Dabei ist doch gerade Alf Peuer das genaue Gegenteil von elitär. Ich bin ja heute schon angezogen. Ich habe ja ein Hemd besitze ich. Ich habe keine Krawatten, kein Sakko, gar nichts. Okay. Interessiert das alles nicht. Ne? Und oft in Lokale sagen sie dann, Herr Beuer, früher halt, mit den Schuhe kommen sie nicht rein und ein Problem mit der Kleidervorschrift. Da habe ich bei meinem Hof gemacht, so mit dem Pralertaschen und gesagt, kommt sie bei mir nicht rein. Das kannst du hinten auf die Augenkrumm stellen. Wohl von da geht auch nicht, ich mag das nicht. Weißt du? Okay. Das Sein ist für mich wichtiger als das Haben. Da bin ich begrüßt. Ja, aber, das heißt, ich wollte der Kunstprojekt wollt sagen, dass es anders geht. Es geht nicht um das, was für ein Logo da draufsteht. Es geht um das, welcher Mensch dahinter. Ich komme aus dem zweiten Bezirk, also ich mag Prater total gerne, aber das schreibt man anders. Ah, Prater. Ja, Oliver, der war gut. Nachdem die Muscheln jetzt nur für wenige Sekunden anrösten durften, werden sie jetzt noch veredelt. Es gibt die Jakobsmuscheln bei 280 Grad jetzt. Reiner Grill, also pure Oberhitze, rein. Wir wollen nicht haben, dass die hundertprozentig durch sind. Und da garen sie jetzt quasi durch, während unsere Gurken da drüben bei 100 Grad ungefähr 5 Minuten brauchen. Also können wir jetzt sofort mit den zuvor geschälten und zerkleinerten Feldgurken weitermachen. So, die haben jetzt kurz gedämpft. Das ist in Wahrheit so, wie als wenn sie es kurz ins Wasser einschmeißen, ins Kochende und wieder rausnehmen. Warum haben wir das getan? Da geht der Geschmack noch eine Spur mehr raus. Jetzt habe ich da Joghurt drinnen und ein Weißwein. Du kannst so lieb sein, das ist nicht haftgerecht. Kannst du es angreifen? Ja, es geht. Ah, bist du Wahnsinn. Nein, geht. Du verschreckt mich erst. Hallo, Witz. Das schreckt mich. So, wir sind nämlich gleich mal fertig. Was ist denn richtig? Haben wir gedacht, du redst so schnell, dann müssen wir schnell das Gericht machen. In der Küche habe ich keinen, aber für einen künstlerischen Projekt habe ich mehrere Mixer. Okay. Da kann man zum Beispiel Handys oder Kundenkarten habe ich dort zum Mix drin. Haben die Leute die Kundenkarten weggenommen in ein Karree-Programm und haben sie im Mixer gehabt. Und dann ist am Schluss dann ist nicht mehr Staub rausgekommen. So. Sowohl der Wassergehalt der Gurken als auch der Weißwein und das Joghurt verhindern jetzt die Staubwerdung unseres lauwarmen Süppchens. Um den Eigengeschmack noch etwas zu boosten, folgt jetzt noch eine Prise Salz, einige Chiliflocken und etwas Fenchel. Jetzt wird nur mehr aufgemixt. Eigentlich können wir unsere erste Speise schon zusammenbauen. So, ein Blattl früh. So, die Gurkensuppe war da angerichtet. Ja, sehr gut machst du das. Wenn er nichts gegessen hat. Ja, na, das ist gut. Dann können wir noch ein paar Jakobs noch schnell reinschmeißen, schau mal. Ja, das schaut lecker aus, wirklich. Ja, ich hoffe, ich habe ja nichts gegen ein gutes Essen, aber ich komme halt nie dazu. Das ist mein Problem. Also wenn Sie gutes Essen lieben und noch dazu vielleicht das eine oder andere Kilo verlieren möchten, dann ist das jetzt eine echte Offenbarung. Eine leicht schäumende Gurkencremesuppe mit gegrillten Jakobsmuscheln verfeinert mit etwas Limette und Olivenöl. Besser geht's nicht, oder? Mhm. Eine Spur mehr Säure hätte es gebraucht, gell? Da fehlt das Salz. Nein, das finde ich nicht. Da kostet man hinten noch mit der Muschel, die ist ein bisschen salzig. Magst du noch Salz drauf geben? Weißt du, ich durch dass es viel Backelsuppen ist und dass es viel tausend ist, brauche ich sehr viel Geschmack, damit ich überhaupt was rieche. Ist Salz da noch? Schau mal. Okay. Grundsätzlich, ja. Ja? Ich weiß, du bist der Superkoch, aber irgendwie schmeckt es latschert ein bisschen. Na ja, aber wahrscheinlich hast du ja warme Suppen. Jetzt besser? Schau, Sushi hat es mir zum ersten Mal geraust. Okay. Beim zweiten Mal haben wir gedacht, naja, vielleicht. Und beim dritten Mal denkt, wow, super. Okay. Also ich mache die Suppen noch zweimal für dich, dann passt. Gucken Sie es nach. Ich hoffe, Sie haben nicht so einen Kritiker neben sich wie ich. Wenn Sie sie kalt stellen, die Suppe, müssen Sie es, bevor Sie es servieren, übrigens nochmal aufrühren, denn es bildet sich ein bisschen Ersatz und dann bleibt er quasi oben. Also aufrühren und die Jakobsmuscheln frisch braten. Viel Spaß beim Nachkochen. Wir zwei kochen jetzt übrigens weiter. Ich hoffe, das schmeckt da besser. Also versucht es Oliver jetzt mit einem Zwiebelrostbraten. Und zwar mit einem, der in dieser Variante auch bei Koch dich schlank erlaubt ist. Denn der Röstzwiebel, logischerweise bei Koch dich schlank, ich weiß, es geht dir nichts an, ist natürlich logischerweise nicht frittiert. Und die Erdäpfel dürfen auch nicht frittiert sein. Aber die sind aus Bodenhaltung, die Erdäpfel, oder? Ja, das haben Erdäpfel so an sich. Und weil sie am längsten brauchen, werden sie auch gleich als erstes unter die Lupe bzw. den Schäler genommen.
angeblich kein ERF. Spüren die das, wenn man sich schält? Ich habe da einmal einen Bericht gesehen drüber. War das in deiner Meditationsphase im Ding, ich habe da vieles rausgekriegt. Du glaubst nicht, was alles möglich ist in Meditation. Und ich schwöre, das ist kein Witz. Du kannst eine Frau nur durch Handhalten zum Orgasmus bringen. Aber das habe ich nicht irgendwo gelernt. Ich bin selber drauf gekommen auf gewisse Dinge. Aber ich habe mich dem wirklich extrem gewidmet damals. Ja. Was da dem Hand geben? Merken Sie sich das besser beim nächsten Mal, wenn Sie Alfbeuer begrüßen wollen. Während also die Erdäpfeln zärtlich von Alfs magischen Händen auf ihren Höhepunkt im Ofen vorbereitet werden, schneidet Oliver die Zwiebeln in feine Streifen. Diese wandern bereits gemeinsam mit den ersten Erdäpfelscheiben aufs Blech. Also muss ich es jetzt so schneiden da? So wie Chips, ja, quasi. Also ein bisschen dickere Chips. Dickere Chips. War dicker, muss ich bei dir schauen, ein bisschen, wie das macht. Genau gewusst. Ich habe, wie es gesagt habe, ich wusste, es kommt. Ich tue nur so nicht. Ich bin eher lieber. Ja, finde ich auch. Ich habe mir viel mehr erwartet. Die haben mir gedacht, du wirst dich jetzt aufhören. Da, aber das finde ich wirklich. Nein, du hast gesagt, du bist nicht privat. Alles ich bin gut. Sehr kontrollierter Mensch. Du, mein Steuer, bei mir ist alles in Ordnung. Die Leute glauben, ich bin da totale Schussel. Das bin ich nicht. Ich putze selber alles. Ich habe nie eine Putzfrau, gar nichts. Ja? Ich hasse Putzen, ich mache alles selber. Ich bin ein steirischer Schwammerlsucher. Das bin ich nicht mehr, wird das mir nicht. Das bin ich wirklich, ein Schwammerlsucher. Aber nur weil jemand im Grunde seines Herzens ein Schwammerlsucher ist, heißt das nicht, dass man dann immer nur ausgeglichen ist. Man muss seine Aggressionen nur richtig fokussieren. Weltklasse. So, Spratatatatz. Das ist die Wahrheit des Geistes. Da war es das Bewusstsein, wo ist die Materie, wo ist das Ich? In Wahrheit heißt das mit dem Kopf. Es gibt nur einen Bewusstseinsstrom, sonst gibt es nichts. Es gibt kein Ich, alles Illusion. Es gibt auch den Tisch nicht, auch dich gibt es nicht. Alles Illusion, verstehst du? Na gut, dann schiebt unser nicht existenter Oliver nun die eingebildeten Erdäpfel und Zwiebeln ins imaginäre Backrohr, damit diese dann für in etwa 20 Minuten bei 200 Grad unter der Funktion 3D garen schön anknuspern können. Zeit genug, um sich eine kleine Pause zu gönnen, in der man nur ab und zu nach dem Gemüse schauen muss und es auch zwecks einer gleichmäßigen Bräunung einmal umdreht. Kurz vor gar kann es dann auch mit dem Star des Gerichts weitergehen, der roten Zwiebel, die Alf vorhin schon mit voller Härte zerschlagen hat. Jetzt muss es aber gescheit schön an, oder? Es hilft nichts. Also, es ist schön. Ich gebe dir ein kleines Messer, magst du das auch? Schau. Ich weiß nicht, wie du das machst. Nee, du musst jetzt die Schalen runter, die schmeckt nicht gut. Jetzt schon? Jetzt schon, geht schon. Sind wir schon jetzt? Sind wir schon im Fernsehen wieder? Wir sind im Fernsehen, ja. Ach so. Schau mal da. Das tue ich ja so abschön immer. Das tue ich so. Du machst es mit den Fingern. Ja, aber gerade bei der roten Zwiebel, dann kriegst du die ganze rote Farbe unter die Fingernägel. Also rote Zwiebel habe ich nicht normal. Ich habe immer nur diese beige sind, meine. Ich weiß nicht, hast du jetzt die falsche Seitennummer eigentlich zum Abschauen? Wie geht das jetzt? Und das da ist scharf, auf der anderen Seite nicht. So. Ja, pass auf, das ist wirklich scharf. Selbst ein Küchenlegastheniker kann kochend lernen, wie man sieht. Aber dass Alf selbst sonst kaum zum Kochen kommt, ist bei seinem Tourneeplan auch kein echtes Wunder. Wann geht's los? Am 20. März bin ich im Aufheben in Wien, dann okay. Bin ich in Bad Hall, dann bin ich in... Steht ja alles auf meiner Homepage, www.feuer.at. Ich spiele wieder viel auf Tournee, viele Auftritte. Und was können sich die Leute erwarten? Mein neues Programm, The Making of Dada. Ich habe so Probleme gehabt beim Magen, 2 Jahre nicht spielen können. Wieso? Chronische Übelkeit. Es war da zum Speien, 20 oder? Jahre Nachtleben, musst du dir vorstellen, auf der Autobahn, was die zum Munter bleiben, irgendwelche Energy-Drinks und Leberkassel, weil sie 20 Jahre gelebt. Na, das und irgendwann hat mein Magen das nicht mehr verkraftet. Was unsere Zwiebel jetzt nicht verkraften würde, wäre länger im Ofen zu bleiben. Raus damit, weil der riecht schon. Und bevor er richtig schwarz wird, wollen wir ihn rausnehmen. Aber die schauen wir jetzt. Zwiebelchips. Zwiebelchips quasi. Zwiebelchips. Machen wir nachher dann schön nicht angreifen, ist sehr heiß. Okay. Ich habe das Beirät, ja, vom Fett befreit, jetzt tun wir Salz und Pfeffer und dann abraten. Ja. Ich will nicht haben, dass das durch ist heute, sondern ein moderner Zwiebel. Das ist total witzig, dass ich mir gestern sowas gekauft habe, so einen Gusto gehabt. Ich weiß ja nicht, wie man sowas macht. Ich will mal keine Pfauen. Ne? Okay, ja. Wie, ich glaube, vor 45 Jahren habe ich das erste Mal in meinem Leben ein Faschierz gekauft. Ja. Dann ist daheim gleich am Kucheltisch wie ein neugeborenes Kind. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich damit tun soll. Da hat man es bei einem Zwiebelrostbraten ja schon viel einfacher. Denn wie der Name schon sagt, darf hier weder der Zwiebel noch das Rösten fehlen. Also schneidet Alf noch etwas Zwiebel in grobe Stücke und unser Beirät brutzelt mit Samt der traumhaften Röstaromen und etwas frischen Rosmarin vor sich hin. Du bist Mauler, ja? Dann bist du Sprachkünstler, ja? So wie der Jandl zum Beispiel. Ne? Ja. Also da gibt es schon sehr viel
die anderen haben sich spezialisiert und bei dir ist es... Ich habe mit der Band gespielt auf der Donauinsel vor 30.000 Leuten mit der Band, dann kleine Kabaretttheater, große Kabarets. Ich mache Ausstellungen in aller Location. Ich habe Tanzmusik gemacht, Rockmusik, Funker, Schlagzeuger, Schlagzeug studiert, abgebrochen. Aber es ist für mich das Gesamtkunstwerk ist mir wichtig. Es gehört alles zusammen. Es entsteht alles aus dem gleichen Geist, aus diesem Gegengeist. Was meine schrägen Lieder sind gleich wie meine schrägen Bilder. Das ist alles derselbe Geist, der sich halt anders ausdrückt. So, ne? Aber ich finde ja schön, dass es wirklich Menschen gibt, die sich das Ausleben trauen. Weil viele. Nein, ich habe Schlagzeug, weißt du, für Schlagzeug bin ich steppert. Ich kann nur Gitarre spielen. Und natürlich kochen. Das von außen wunderbar scharf angeröstete und innen noch fast rohe Fleisch macht jetzt Platz für den Zwiebel. Ich habe jetzt in dem Bratenrückstand den roten Zwiebel angeschwitzt. Rosmarin dazugeben, jetzt löschen wir ab mit Rotwein. Den lassen wir gleich mal wegkochen. Und das soll so gut wie gleich mal verkocht sein. Okay. Auf den mittlerweile verkochten Rotwein folgt nun etwas Bratensoße, in der das Fleisch jetzt innen von roh zu rosa garen kann. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Alf versucht, Oliver ein klein wenig abzulenken. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Senf dazugegeben. Jetzt kommt das Schlagzeugstudium, das abgebrochene kommt jetzt aus. Ne? Und ich habe noch ein bisschen einen Telly Cherry Pfeffer. Riech einmal rein. Nicht allzu viel, weil du magst es nicht so scharf, hast du gesagt? Nicht zu scharf, ne? Ja. Und jetzt lassen wir das kurz drin schmoren, damit die Soße die richtige Konsistenz hat. In der Zwischenzeit werden wir das da abfüllen in eine Schüssel. Und auch das Fleisch kann schon serviert werden. Traumhaft zarter Rostbraten, eingebettet in einer wunderbaren, leichten Zwiebel-Rosmarin-Bratensoße, umringt von herrlich knusprigen Braterdäpfeln, getoppt mit krossen Zwiebelstreifen und frischer Petersilie. Also wenn Alf das jetzt nicht liebt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Gegenüber der Gurkensuppe ist das jetzt ein Gericht, das dir mehr... Oder? Ja, das schaut deftig aus. So also, ich mag Steak, da kannst du Blut bis auf die Decke spritzen. Ja, ich mag das auch gerne. Du wirst jetzt auch sehen, es ist natürlich nicht durch. Ja? Schauen wir her. Ah, das schaut super. Schön softig schaut es aus. Nämlich. Ja, pass auf, ich schneide da ein Stückchen runter. Gehört dir. Du gehörst, da darfst du natürlich noch mehr essen. So, da jetzt, Fall, ne? Muss ich auf die warten, ne? Nein, gar nicht. Das kann ich auch schon beißen. Soße, Zwiebel, Erdäpfeln. Mei, danke, Mama. Oh, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Also dir komme ich echt einmal. Danke. Mama findet Mama ihre Söhne. Der Lokal, wirklich super. Sie sehen, wie einfach das geht. Kalorien hat es nämlich auch keine. Die Erdäpfel sind im Rohr gemacht, da ist null Fett dabei und die Zwiebel auch nicht. Wir essen das jetzt in Ruhe auf, Sie kochen das noch und gehen Sie in sein Programm. Der Mann ist großartig. Würde mich freuen. Schaut auf meine Homepage. Dankeschön. Nach einem wunderbar leichten Zwiebelrostbraten, von dem auch Alf nicht genug bekommen kann, gibt es jetzt den nächsten kulinarischen Höhepunkt. Orientalische Hühnerspieße mit knackigem Fenchelsalat. Gleich in Koch mit Oliver. Koch dich schlank. Mit den neuen Knorr Kochboxen gelingen authentische Gerichte aus aller Welt. Einfach Zwiebel und Hühnerfleisch beim Kochen frisch dazugeben und fertig ist ein indisches Curry. Das Einzige, was jetzt nur fehlt, ist das perfekte Foto. Die neuen Knorr Kochboxen. Authentisches Essen einfacher denn je. Wieder hat Parship einen Kunden verloren. Und so wie es aussieht, kommt er nicht wieder. Parship. Unsere Innovation für sofortige Ansatzkaschierung. Neu, Sios Ansatz Retoucher. Einmal sprühen, kein fettender Ansatz. Schnell trocknend. Neu, Sios Ansatz Retoucher. Mein Name ist Aida. Ich bin Opernsängerin. Durch meinen Sohn habe ich erkannt, was das Leben eigentlich bedeutet. Und bin über alles dankbar, dass er in mein Leben gekommen ist. Die Stimme ist für mich der Ausdruck der Seele. Und es macht mich glücklich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mein Publikum berührt habe. DM. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Make-up mit einem Reinigungsgel entfernen? Nicht so einfach. Neu, Skin Active entwickelt das erste Waschgel mit Micellentechnologie von Garnier. Micellen nehmen Unreinheiten und Make-up auf. Sie entfernen sogar Augen-Make-up und sind dabei schonend zu empfindlicher Haut. Hier der Beweis. Neu, Skin Active Micellenwaschgel. Garnier. Aus Farbplastikflaschen werden jetzt Kinder rutschen. Sie sammeln, wir recyceln. Credit card to ride this train, but it might just save your life.
Zusammen einzigartig im Geschmack. Kinderriegel. Einfach zum Anbeißen. Kann sich trockene Haut anfühlen wie Kaschmir? Das neue Dove Kaschmir-Gefühl mit exklusiver Technologie aus der Gesichtspflege. Jetzt in einer Bodylotion. Stärkt sehr trockene Haut sichtbar und pflegt sie so weich wie Kaschmir. Ein neues Verwöhnerlebnis für deine Haut. Kaschmir-Gefühl von Dove Dermaspa. Trivago macht genau das für dich. Und vergleich sofort die Preise von über 200 Hotelbuchungen. Das sage ich ziemlich oft in letzter Zeit. Aber was genau bringt dir das? Es heißt, dass du bei deiner nächsten Hotelbuchung bis zu 34% sparen kannst. Also anstatt zum ersten besten Preis zu buchen, geh einfach auf Trivago. Trivago vergleicht dann für dich hunderte Apps und Webseiten. Und du sparst Zeit und Geld. So findet Trivago immer dein ideales Hotel zum besten Preis. Hotel Trivago. Weil ich eine Frau bin, denkst du, ich kann dem Druck nicht standhalten? Und wenn doch? Widersetze dich allen Erwartungen. Jeden Tag mit Always Ultra. Anders als bei dieser Maxi-Binde verwandelt sie Flüssigkeit in Gel. Und Gel läuft nicht aus. Schreib die Regel neu. Always. Was wir für die Menschen, die an ihr Business glauben, tun können? Für die Unternehmer im Land, die ihre Überzeugung leben und mit Tatendrang nach vorne gehen? Für alle, die an eine digitale Zukunft glauben? Alles. Mit einem Businesspartner, der alles kann. Von Vernetzung bis IT-Services. Einfach alles. Einfach A1. Jetzt Digitalisierungscheck machen und die A1 Cloud Services kostenlos testen. Für Frauen ohne Kompromisse. Erdbeerwoche. Dein Online-Shop für nachhaltige Frauenhygiene. Finde bei der Erdbeerwoche die perfekte Lösung für deine Regel. Jetzt gratis Produkte testen unter erdbeerwoche.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, halb zehn. Knoppers, das Frühstückchen. Und alles ist drin. Neu von Dove. Entdecke verwöhnende Schönheitsrituale, die Frauen aus aller Welt jetzt mit dir teilen. Neu, Dove Pflegegeheimnisse. Inspiriert von der Natur. Kombiniert mit der einzigartigen Nährpflege von Dove. Eine sinnliche Erfahrung für Haut und Haar. Erlebe die Dove Pflegegeheimnisse. Aqua Perla von BWT. Macht aus hartem Wasser seidenweiches Perlwasser. Ab sofort bei Ihrem BWT-Installateur. Der Glade Duft Relaxing Zen schickt Ihre innere Unruhe auf eine Reise nach. Fühlen Sie sich entspannt. Mit Glade. SC Johnson. Wow. Hell and Soda? Nein. Ist das nicht das Schuppenshampoo? Das neue Head & Shoulders reinigt, schützt und spendet Feuchtigkeit für bis zu 100% schuppenfreies Haar. Was ist los für eine Frau? Das weltweite Nummer 1 Shampoo, jetzt sogar noch besser. Probiere jetzt von Activia ausgewählte Superfoods wie Quinoa und Sonnenblumenkerne in besonders cremigem Activia-Joghurt. Unwiderstehlich gut. Jetzt probieren. Activia mit Quinoa oder Dinkel und Mohn. Es waren einmal zwei kleine Mädchen, die wohnten in einem Haus. Mit diesem Haus stimmt irgendetwas nicht. Daniel Craig. Die ganze Familie wurde ermordet. Ich verbringe mein Leben in einer Fantasiewelt, laufe in meinem Haus rum und spreche mit Schatten. Du kannst nicht in diesem Haus bleiben, Peter. Naomi Watts und Rachel Weisz in Dream House. Heute 20.15 Uhr, Puls 4. Sonntagabend, ich bin's, Ihre 4. Die Türkei und die Niederlande sind im Clinch. Und zwar, weil die Niederlande den türkischen Außenminister nicht einreisen hat lassen. Präsident Erdogan ist ziemlich angefressen und meint, Holland muss dafür bezahlen. Mehr dazu gleich in den Puls 4 News bei uns. Und gleich im Anschluss an die News sind wir heute im Innenministerium zu Gast bei Wolfgang Sobotka. Corinna Milborn hakt ein bisschen bei seinem Versammlungsgesetzentwurf nach. Beides sehr interessante Themen. Wir starten damit in knapp 10 Minuten. Vorher aber noch zurück in die Puls 4 Küche. Oh,
Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Oliver. Koch dich schlank. Wir sind in Woche 6 und Sie wissen, wer jetzt kommt. Es ist mein lieber Chef Fabian Holzer. Ich hurte wie eine Gazelle. Servus. Gazelle, das ist das Sprichwort, das Stichwort. Denn es geht heute um ein Gericht, das du unlängst aßt. In Afrika. Richtig. Ja, und ich habe es kennengelernt bei einer Besichtigung von Essaouira in Marokko. So dieser Hippie-Staat, wo Hendrix und die Stones in den 60ern waren. Hendrix. Tolle Hendrix Stadt, kann ich sagen, ja. Und Game of Thrones Drehort. Ah, ich weiß. Und eben auch Herkunft dieser betörenden Speise. Verführerisch saftige marokkanische Hühnerspieße mit einem unglaublich würzig-knackigen Fenchelsalat. Ja, Sie haben richtig gehört. Fenchelsalat. Aber eines ist sicher, nach dieser Geschmacksexplosion sehen Sie Fenchel mit ganz anderen Augen. Und das Tolle an dem Fenchelsalat ist die Erdnuss, aber dazu kommen wir gleich. Du schälst als allererstes den Fenchel und reibst ihn dann relativ dick auf. Und ich schneide das Hühnerfilet. Darf das Fenchelkraut oben auch benutzen, oder? Nein, das musst du weg. Wir wollen nur das Weiße. Die grünen Stiele würden sich bestestens für einen Gemüsefond eignen. Heute hat offenbar nicht Oliver das Kommando in seiner eigenen Küche, sondern Fabian. Unglaublich aber wahr. Heute begibt sich der Puls 4 Küchenchef in für ihn kulinarisches Neuland. Ich reibe das am Gemüsehobel. Ja, das richtig? Unbedingt. Jetzt in Woche 6 würdest du sagen, du spürst schon sehr, sehr viel eigentlich. Die Wahrheit ist ein wenig. Ich sollte ein bisschen konsequenter sein. Ja. Soll heißen? Das soll heißen, die darf keine Ausreißer haben dazwischen. Ein bisschen Ausreißer ist ja okay. Ja, aber es sind in letzter Zeit viel Ausreißer. Da ich ja jetzt auch ein Restaurant leite, muss ich viel kosten. Wie sollen wir jetzt Fabians schelmischen Blick deuten? Könnte die viele Kosterei tatsächlich unförderlich für Olivers eigene Schlankschlemmerei sein? Aber von B wie Bauch zu C und unserer Vitamin-C-Bombe, dem Fenchel, der sogar mehr Vitamin C beinhaltet als eine Zitrone. Ich darf die grobe Seite nehmen? Nein, wirklich dicke Scheiben. Dicke Scheiben? Scheiben, wirklich da. Warum darf ich das dann nicht schneiden? Zeig mal, wie dick die. Du darfst schneiden. Ich würde gerne schneiden. Dann schneide bitte. Ich glaube, ich tue mal mit dem mehr weh als mit dem Schneiden. Der Fenchel wird Küchenchef gerecht geschnitten. Zeit, dass sich Fabian um seine Händelbrüste kümmert. Konkret um das Würzen. Marokko. Eindeutig. Steht was anderes drauf. Das ist der Geschmack von Marokko. Das ist Ras El Hanout. Mhm. Das ist die Würzung, die Mischung des Chefs. Genau, und da gibt es Milliarden von unterschiedlichen Würzungen, logischerweise. Das ist wie mit Curry. Es gibt jede Hausmischung und immer und überhaupt. Was tue ich jetzt mit dem Fenchel? Was ist überhaupt täglich drin? Es ist Zimt drin, es sind Nelken drin. Piment ist drinnen. Ja. Es ist Paprika drinnen. Okay. Und Paprika, das ist nicht gedacht. Kardamom, das war gerade, riecht man auch. So, darf ich das salzen? Salzen. Was du auch machen solltest, wir haben da einen Honig. Ja. Das Wichtige ist, den Honig jetzt zu verwässern. Man wollte den Honig viel dünner haben. Also wenn du das bisschen Honig verwässern würdest, wäre das ganz toll. Dinge, die man sonst nicht macht, verwässern tut man nicht. Wie nennt man das dann? Bewässern? Verflüssigen? Bewässern, ja. Wenn ich draufpinkeln würde vielleicht. Ja. So, gut. Auch ganz wichtig ist eigentlich Tunesisch, aber gibt dem Ganzen noch einen schönen Kick, ist Harissa. Mit Harissa sorgt Fabian bei seinem Händel für ein wenig Schärfe. In Tunesien findet man das bekannte Paprikagewürz übrigens auch als Paste, aber in unserem Fall ist es ein Trockengewürz. Und Oliver ist auf der Suche nach dem richtigen Mischverhältnis bei seinem Honig-Wasser-Gemisch. Ist das jetzt genug verwässert? Ja, das ist super. Gesalzen hätte ich schon. Ja. So, was ich hier mache, ist eigentlich Dry Rub. Dry Rub. Das klingt so bobo. Entschuldigung, dass ich ein gewisses Faible für Kochsendungen habe. Das könnte an meinem Job liegen. Ah ja. Wärst du so lieb und salzt du mich? Gerne. Danke. Und das Huhn auch ein bisschen. Ach so, okay. Warte. Was tue ich als nächstes? Als nächstes gibst du ein bisschen Olivenöl rein. Und dann hackst du ein bisschen, eine Handvoll, würde ich sagen, von den Erdnüssen. Das ist heute irgendwie Roll-Reversing. Ja, voll. Das ist ein Gericht, das du gegessen hast. Ich kann da jetzt wenig dazu sagen. So. Für die Spieße habe ich übrigens die Spieße ein bisschen Wasser eingelegt, damit sie jetzt in der Pfanne nicht verkühlen. Was ist lustig? Nix. Sag. Nein. Nein, sag.
Du bist ein Spießer. Wirklich? Wirklich? Du hältst den für gut? Ja, der war super, finde ich. Du hast halt auch so was Militantes an. Ich weiß. Nicht deine gefälschte Louis Vuitton-Sache, sondern dieses militante Hemd. Ich weiß nicht warum, aber immer dann, wenn du mich in die Sendung einlädst, ja, trage ich fast immer nur braun. Oder Jeanshemd mit Jeanshose. Ich meine, das ist wirklich ohne Spaß. Kann man das einblenden nochmal? Das ist wirklich, ich bin jetzt nicht der modischste Mensch der Welt, aber das ist Fail. Das ist, ja. Aber so eine kleine modische Sünde kann ja einmal passieren. Oder, Oliver? Ein Mann, der immer so stilsicher gekleidet ist wie du, darf andere ruhig über Geschmack aufklären. Der jetzt wieder ins Kulinarische wechselt und da kennt sich kaum jemand so gut aus wie unser Oliver. So, okay, wird das angeröstet oder so? Nein. Das auch nicht nachher? Nein, musst du nicht. Okay, dann. Aber wenn du aber sagst, du, der Meister des Heeres, ja, dass wir die ätherischen Öle noch geiler rauskitzeln. Ja, natürlich, das machen wir. Ja, also den Teil gehen wir jetzt einmal unangeröstet. Wobei, ja, okay. Habe ich jetzt so falsch gemacht? Ja. Warum? Nein, viel mehr braucht man nämlich gar nicht als das. Also ich röste noch ein paar, okay, oben als Deko. Gut. Als ein Ganzer. Als ein Ganzer. So. Ich finde es halt super, ich habe nichts zu tun. Mhm. Weißt du was? Ich gehe da rüber. Ja, geh da rüber. Mhm. So, die Topferkennung. Erkenne mich. Was fehlt da noch? Zitronensaft oder Limettensaft, je nachdem. In dem Fall haben wir nur Limettensaft, das geht, oder? Du könntest aber ein bisschen, wenn du dich Schale auch? Ja, ein bisschen, wenn du dich unterbeschäftigt fühlst. Ich fühle mich total unterbeschäftigt im Moment. Ich überlege gerade, tun wir dann im... Ja, tun wir. So, ich schalte das Backrohr ein. So, wir machen einfach nur Ober-Unterhitze. Und Vollgas, da geht schon. Ja, das braucht man nicht, wir kriegen es ja vorher an. Oder meinst du, dass wir vielleicht Vollgas machen sollten? Mach 180 mindestens. Gut. Gut. Zu der Limettenzeste presst Oliver noch den Saft der Limette und Fabian befördert seine Hühnerspieße in die vorgeheizte und beölte Pfanne. Das Lustige ist nämlich, es gibt ganz viele Leute, die keinen Fenchel mögen, weil er zu anislastig ist. Ja. Und die Erdnüsse killen komplett das Bittere vom Anis. Ich finde, dass Fenchel dann richtig gut schmeckt, wenn man ihn röstet. Aber das hat das mit den gerösteten Erdnüssen jetzt auch zu tun, finde ich. Ja? Eben dieser Röstgeschmack nimmt es ein bisschen weg. Zum marokkanischen Fenchel-Erdnusssalat gibt Oliver die angerösteten Nüsse und etwas Rucola. Fabian knuspert sein saftiges Händerl in der Pfanne an, bevor es anschließend für 10 Minuten zum Fertiggaren ins Rohr wandert. Und wenn der Duft Marokkos durch die Küche weht, dann ist es soweit. Der Traum aus Tausend und einer Nacht ist zum Anrichten bereit. Scheiße. Ich habe sie einmal umgedreht in der Zeit. Ja, ich mach zu. Mach zu. Und dreh ab, ja, Energiespar. Das ist lieb von dir. So. Da, Minze. Ja, warum nicht? Der Marokko und Minze ist schon gehört zusammen irgendwie. Ja, ich meine, es war zwar ursprünglich nicht drin, aber der Rucola auch nicht. Und ein Rezept ist ja kein Gefängnis. Richtig, da bin ich ganz bei dir. Saftig bis zum geht nicht mehr und knusprig oben. Fenchelsalat mit Erdnüssen, Honig, Limettenzeste, Olivenöl, Rucola und Erdnüssen. Minze, Erdnüsse, alles gut. Ich bin sehr gespannt, ob da der Spirit von Marokko jetzt rüberkommt. Ja? Ups. Dieses Bewegte, dieses Beschwingte. Das ist schon mal sehr gut. Mit Erdnuss, probier's mit Erdnuss. Ja. Du zuerst. Ich hab ja. Gut, also mein Huhn. So.
hoffentlich saftig bis zum Gehtnichtmehr. Mhm. Schmeckt es dir? Mhm. Dann kosten wir mal den Salat. Mit Erdnuss. Mit Erdnuss bitte, ja. Geht drauf. Heute noch? Scheiße. Und? Schmeckt es dir dort? Mhm. Ja. Mhm. Also ich war nicht dort, aber es schmeckt richtig gut. Darum sage ich ja. Und es gibt fast nichts Schöneres, wenn Sie auf Urlaub waren und was gegessen haben und sich denken, das würde der Hammer gern nochmal nachkochen. Dieses Rezept funktioniert zu 100%, auch wenn Sie noch nicht in Marokko waren. Und wenn Sie noch nicht in Marokko waren, dann sollen Sie dort hinfahren und das noch essen. Nicht nachkochen, tun Sie es jetzt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Woche 7 von Koch die Schlank, Promi technisch weh. Charlotte Ludwig und Josef Winkler. Wahnsinn. Ja. Und das wirklich. Es gibt wunderbar saftigen faschierten Braten und das feurigste jamaikanische Jerk Chicken. Thank you.